Ausgezeichnete Arbeit, meine Herren. Und jetzt, um Ihren Fähigkeiten auf dem Weg zu Top-Schreierzeugern den letzten Schliff zu geben, werden wir die Dinge noch ein wenig schwieriger gestalten. Naja, wenigstens haben wir es bis hierher geschafft. Hey! Ihr erstes Ziel ist das Stadtgebiet. Keine Sorge, folgen Sie einfach diesem Weg hier und Sie kommen zurecht. Vergessen Sie nicht, dass wir bei der Monster AG davon überzeugt sind, dass unser größtes Kapital Sie, unsere Mitarbeiter, sind. Schreckeninsel. Schreckensinsel. So, kann man irgendwie hier speichern oder sonst dergleichen? Ich möchte aufhören, um zur Schreckeninsel zurückzukehren. Achso, wenn ich irgendwo drin bin. Ah, hier spiele ich speichern. Hast du total übersehen. Hä? Alles klar. Leer. Achso. Gut. Ich werde noch nicht beenden, ich werde dennoch weitermachen. Aber erstmal möchte ich kurz hier die Insel zeigen, bevor ich in die Stadt gehe. Ich glaube, die Stadt ist ein bisschen nervig. Ich weiß, man kann in jedem Level bis zu orangene Nervis besiegen. Dann muss ich gegen Randall antreten. Ja, ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Und wenn ich den besiegt habe, in diesem bestimmten Bereich, denn er macht mit uns ein Wettrennen, dann habe ich eine bestimmte Sache freigeschaltet in diesem Level, was ich vorher noch nicht benutzen kann, das Randall. Und ja, wenn ich dann Randall besiegt habe, dann kann ich das auch besiegen und dann kann ich die restlichen Nervis besiegen halt. Die Briefkästen werde ich ein andermal nehmen. Ich werde erstmal in dieser Aufnahme noch die Stadt machen, ansonsten gehe ich. Wenn du durch dieses Tor gehst, gelangst du zum Stadttrainingsgelände. Bestätigen. Ah, das war... Stimmt, das war noch solche... Ja, sowas hatte ich auch in Erinnerung, aber ich dachte, das wären jetzt einzelne Level. Okay, gut. Stimmt. Das heißt, dann muss ich bei jedem, glaube ich, bis zur Bronze schaffen. Bis zur Silber. Und dann kann ich erst gegen Randall antreten. Ich weiß nicht mal, wie es war. Ich mache erstmal den Stadtpark. Mit Mike. Im Sullivan hatte ich schon gerade gespielt. Stimmt, ja. Das heißt, es gibt... Pro Welt sage ich jetzt mal 4 Level. Das ist der Stadtpark von Monstertropolis. Suche nach dem Spielplatz, dem versteckten Park und dem geheimen. Ah, okay. Baumhaus. Tipp, in manchen Objekten sind versteckte Gegenstände enthalten, die du bekommst, wenn du diese Objekte zerstörst. Ich weiß nicht, ob die Gegner respawnen. Also die Blauen könnt ihr schon mal ausschalten. Jetzt kapiere ich das. Damals habe ich das als Kind nie kapiert. Ja, was man quasi heute ein bisschen mehr dazulernt von manchen Spielen, die man als Kind nie verstanden hat. Ich glaube, hier ist... Ja, hier. Ich brauche dieses Trampolin. Da oben ist das versteckte Baumhaus.
Und wie gesagt, ich muss erstmal gegen Randall antreten. Und ihn halt besiegen, damit ich das erst... Sag schon. Damit ich dieses erstmal freischalten kann. Mit dem Trampolin kannst du noch höher springen und Stellen erreichen, die bisher zu hoch für dich waren. Um die Trampoline verwenden zu können, brauchst du 4 Bronzemedaillen. Okay, dann 4. Damit wurde gemeint, halt auch in den anderen Leveln. Also in diesem Level und in den anderen Level. Wie ich ja schon gesagt habe. Mann. Ja, wie gesagt, die ganzen Snakes lasse ich noch da liegen. Aus Sicherheitsgründen quasi ein bisschen. Falls ich auch viel zu wenig Lebenspunkte habe oder sonst irgendwas. Aber ist eigentlich easy peasy. Dennoch lasse ich die da. Wie viel muss ich schon mal besiegen? 8, wa? Ja, doch. Einer habe ich ja schon besiegt. Was haben wir hier? Manche Türen können erst geöffnet werden, wenn du eine bestimmte Anzahl von Nervis erschreckt hast. Du musst 3 Nervis erschrecken, damit sich die Tür öffnet. Okay, einen habe ich ja schon, also noch 2. Hier bin ich jetzt am Anfangbereich. Mann, du sollst da hochgehen. Obwohl es eigentlich nicht machbar ist. Ah, das kann man ja auch noch machen. Wenn man springt und dann... Also einen Doppelsprung macht und dann die Kreuztaste gedrückt hält. Raus mit dir. Hallo, kommst du mal her? Yay, es ist offen. Was haben wir hier für Message? Tipp, du kannst die Lokomotive nicht zerstören, wenn du darauf springst. Das liegt an dem Rauch, der aus dem Schornstein kommt. Welche Lokomotive? Achso, die gleich am Anfang. Das ist der Stadtpark von Monstertropolis. Achso, ich bin hier am Anfangraum. Und den habe ich am Anfang übersehen? Manchmal die Tasten nicht reagieren. Nein, das wollte ich nicht. Buga, 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 buga.
Wer piekt sich dann bitte schon freiwillig in die Augen? So, die Hälfte von den Nervis habe ich schon ausgeschalten. Und wie ich sehe, respawnen die Gegner nicht. Ich glaube, die respawnen immer erst, wenn ich dann wieder das Level betrete. Oder kann man doch schon alles einsammeln, bloß man kann den letzten noch nicht besiegen? Ich glaube, das war so. Warum ist meine Nase verstopft? Nicht schlecht für einen Typen mit einem Auge. Du hast 5 Nervis in diesem Level erschreckt. Dafür bekommst du die Bronzemedaille. Ja. Warum nicht? Wenn ich schon gefragt werde, da oben ist ein Roter, wie ich sehe. War das gerade auf Nein? Boah, ich weiß immer, da wo das Auge ist, da ist, kann man in dem Moment ja auch Aktion auswählen. Warum wird mir jetzt das angezeigt? Warum kriege ich jetzt ein Video? Simulation abgebrochen. Simulation abgebrochen. Simulation abgebrochen. Simulation abgebrochen. Das kenne ich auch noch vom Film. Erstens, warum sind wieder Schleimer respawned? Und zweitens, warum auch die Gegner? Hallo? Was haben wir hier? Ah! Aber da komme ich noch nicht rein. Mit Schaltern kannst du Türen öffnen, Ereignisse auslösen und Gegnern Aussage festsetzen. Um einen Schalter zu aktivieren, musst du darauf springen. Hui! Okay, alles klar. Wenn ich 5 erschreckt habe, dann respawnt die alles hier wieder. Was meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich ist, aber okay. Wir wissen, wo einer ist. Wir wissen aber nicht, wo die anderen 2 sind. Doch ich weiß, wo ungefähr einer ist. Und zwar im Baumhaus. Aber den kann ich ja noch nicht erreichen.
Deshalb gehe ich jetzt nochmal hier rein. Und besiege diesen Feind. Ey. Ach, Mikey, du bist schon doof. Vielleicht ist auch der andere Rote hier zufällig noch gespawnt. War schon hier? Schade, man kann da nicht rauf. Nein! Schon zweiten Mal. Okay, gut, irgendwie. Dann kann ich die zwei erst erreichen, wenn ich das Trampolin habe. Gut, na, eigentlich habe ich gedacht, dass, ja, wie gesagt, die Stadt ein ganzes Level ist und nicht aus vier kleinen Level. Deshalb werde ich jetzt hier schon mal die Aufnahme beenden. Das nächste Mal werde ich die anderen drei Gebiete machen. Ich bedanke mich ansonsten, dass ihr zugesehen habt, und dann sehen wir uns dann zum nächsten Mal zu den anderen drei Gebieten von der Stadt. Ich sag ansonsten nur noch, tschüss.